Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 152. Folge des Command Conquer Titan Imperial Sun Let's Plays, wo wir ja gesagt haben, dass wir jetzt hier unten den Angriff drauf starten wollen, hierhin. Wir uns hier gerade sammeln, wir müssen noch auf unsere Ingenieure warten. Und mir ist das so eingefallen, bei den Ingenieuren, dass ich das Ding da ja auch mal noch erobern müsste. Das werden wir hier mal noch ein Loch reinschlagen. Ich weiß nicht so ganz, was ihr da gerade macht. Okay, passt. So, dorthin. Du da rein. Du läufst weiter nach vorne. Wir bauen weitere Ingenieure. Was heißt weiter? Wir bauen erstmal Ingenieure da. Und bauen wir hier fünf Stück. Raketenstart geortet. Wunderschön. Mal gucken, wo die Ingenieure rauskommen. Aber erstmal kriegen wir noch eine Rakete ab. Da kommen die raus. Dann lauft ihr mal rein. Ne, dahin. So, wo startet, wo fliegt die Rakete rein? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Jo. War klar, da ist noch ein Kraftwerk draufgegangen. Einheit bereit. Das kriegen wir hin. Wird gebaut. Reparieren hier einmal alles. Müssen wir eigentlich weiter Einheiten mal so produzieren? Mal so ganz nebenbei. Müssen wir da hinfahren? Einheit bereit. So ganz nebenbei müssen wir das. Bau abgeschlossen. Kraftwerk. Dahin. Einheiten. Das letzte, was ich hier produziert habe, waren Maufwurfpanzer. Und dann produzieren wir mal Notbots. So. Ihr fahrt dahin. Der Ingenieur geht da rein. So, für hier oben mache ich mir gleich eine Lösung, ne? Also ich werde wahrscheinlich recht simpel aussehen. Fliegt da einmal mit einem Hubschrauber hin. Guck da, was da ist. Und dann buddel ich mich da hin und hoffe, dass ich da nicht großartig viel Damage brauche. Und wenn, dann schicken wir da ein bisschen was hin. Das kriegt immer alles geregelt. Haben wir jetzt keine großen Sorgen. Und ja, ich habe übrigens tatsächlich nochmal nachgeguckt, weil ich war mir ernsthaft nicht sicher. Wenn wir mit dieser Mission fertig sind, müsste theoretisch gesehen das hier oben müsste Kabal sein. Der ist dann tot. Da hat sich die Sache erledigt, ne? Wenn wir mit dieser Mission fertig sind und Kabal getötet haben, danach sind wir tatsächlich fertig mit Command & Conquer 3 Tiberian Sun und beginnen tatsächlich mit Alarmstufe Rot 2. Tatsächlich. Bin ich also auch noch sehr gespannt dann, was das wird, ob das Spaß machen wird oder ob das eher nervig wird oder. Aber alles zu seiner Zeit, ne? Ihr kennt das ja. Alles zu seiner Zeit. Einheit bereit. Ja, Sir. So, ich würde, bevor ich jetzt nach hier unten durchrenne, einmal speichern. Dahin. Wir müssen hier mal ein Stückchen Platz machen. Ja, Sir. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. So, perfekt. Brücke und dann repariert. Hier drüben einmal sammeln. Theoretisch kann ich wahrscheinlich hier direkt Angriff machen. Ich glaube nicht, dass ich hier großartig Probleme haben werde. Wenn, dann würde es mich stark wundern. Dann gehen wir mal hier unten erkunden, damit wir hier bisschen den Leuten, den Fahrzeugen Zeit geben, über die Brücke zu fahren. Gehen wir mal gucken, ob hier hinten irgendwas ist. Sieht nicht so aus. Oh, dann. Go, go. Nicht lang drüber nachdenken, einfach das Erstbeste angreifen. Da drauf.
alles gerade ein bisschen suboptimal, aber... Passt schon. Wir produzieren... Kampfbuggies. Wird gebaut. So, und jetzt das kaputt machen, warum ich eigentlich hier bin. Diese scheiß Anti-Air. Scheiß Raketenabschussdinger, meine ich. Einheit bereit. Einheit bereit. Ich würde gerne den da irgendwann angreifen und anklicken. Einheit bereit. Einheit verloren. Dass das Spiel irgendwann auch erlaubt hat. Ich muss nur aufpassen, dass das Ding keinen Schaden kriegt. Das wäre so Worst Case. Und die jetzt so fighten, dass das Ding massiv Schaden kriegt. Einheit bereit. Was sie nämlich manchmal sehr gerne tun. Einheit bereit. Wie jetzt zum Beispiel. Schaut euch an, wie kaputt das Teil schon ist. Gut, dann sammelt euch einmal dort. Hier kommt schon mal der erste Ingenieur. Der... Einheit bereit. ...das Gebäude einnimmt. Gut, das da als nächstes Schaden drauf machen. Ich hoffe, ihr seht, wo meine Sorge ist. So oft, wie ich hier gerade schon falschen Schaden gemacht habe. So, in der Zeit könntest du schon mal, wenn du willst, dahin fliegen. Da drauf. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. So, dann dorthin zurück mit euch. Hier möchte ich jetzt einen bereit zum Zielanflug. Ganz simplen, schon unterwegs. Ich sehe schon problematischen Punkt haben. Muss ich ernsthaft mit Bodentrupps mich hocharbeiten jetzt? Ja, muss ich. Eieiei. Schon unterwegs. Ja, Sir. Gut. Dann zurück mit dir. Da werde ich ein bisschen mehr brauchen. Da ist die Frage, arbeiten wir mal damit? Wird gebaut. Und gucken, ob das was bringt. Notieren wir mal einfach ein paar Einheit mehr davon. Verloren. Dahin. Wo habe ich gerade eine Einheit verloren? Hm? Habe ich den auf laufenden Ingenieur verloren? Ja, ich habe den Ingenieur verloren an dem Teil. Gut, dann machen wir das anders. Einheit dann steigst bereit. Du da mal ein. Ja, hier. Und dann buddelt das Teil sich nach hier drüben, anstatt dass ich den Ingenieur laufen lasse. Hier hält man die 2 und greift mal den an. Einheit bereit. Eieiei. Was ich hier oben machen könnte, wenn ich mehr Aufklärung hätte. Ich könnte mit Artillerie arbeiten. Jetzt sieht mein Interesse aber auch in Grenzen. Wir werden das mit den Teufelszungen mal probieren. Mal gucken, ob das was bringt. Wenn ich die Masse habe, mich hier hochzubuddeln, hier irgendwo rauszukommen und einfach alles anzugreifen. Sammler wird angegriffen. Geht einem immer wieder auf den Sack, sowas. Hier sind die ersten schon da, während die letzten immer noch über die Brücke fahren. Bereit. Sir?
würde gerne mit 5 Teufelszungen den ersten starten. Wir machen das, wir produzieren 10 Teufelszungen. Das müssten 10 Stück sein, ne? Eine dort, eine und 4 hier unten, genau. Mit 10 Stück greifen wir dann schon mal an, dann produzieren wir weitere, aber probieren wir mal, was 10 Teufelszungen so machen, damit wir jetzt hier nicht Ewigkeiten produzieren müssen. Wir könnten jetzt natürlich auch hier schon die Offensive reinstarten. Das wäre gar kein Problem eigentlich. Aber ich muss ja auch noch das hier angreifen, also, ja. Alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit, ne? Einheit bereit. Ach ja. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Apropos, ist der schon angekommen? Ist er? Dann steig mal aus. Einheit dahin. Bereit. Du wieder zurück. Erledigt. Kontrollstation erobert. Ja, kann ich die reparieren? Kann ich, sehr schön. Codefragment sichergestellt. Jetzt haben wir noch ein Kraftwerk. Wird noch mein Timer starten. Ich habe ernsthaft vergessen, meinen Timer zu starten. Wir haben noch 8 Minuten. Bisschen mehr, aber das kriege ich schon hin. So, Kraftwerk. Bau abgeschlossen. Dahin. Einheit bereit. Und was ich auch jetzt noch nicht weiß. Wir haben das Gebäude verloren. Oder? Ja? Das ist weg. Hätte ich gar nicht verlieren dürfen. Oder nein, wir haben ja das Codefragment sichergestellt. Danach konnte ich es ja verlieren. Bereit. Ah. Ah, ich dachte gerade schon, die Mission ist gescheitert. Soll ich denn gerade sagen? Was ich auch noch nicht weiß, ob ich jetzt, sobald ich alle Codefragmente sichergestellt habe, schon sofort den Angriff von Kabal bekomme. Oder ob der sich dann noch ein bisschen Zeit lässt. Aber auch das kriegen wir raus, wenn es soweit ist. So, jetzt werde ich diese Einheiten, die sind ja hier einmal alle schön gebündelt. Einheit bereit. Mal gucken, was passiert, wenn ich die jetzt... Der buddelt sich auch mal hoch. Zack. Einfach das angreifen lassen. Was macht ihr? Mehr als schief gehen kann es nicht. Wir speichern einmal. Dann können wir für den Fall, dass es eine absolut dumme Idee war, und ich jetzt eher einfach alle verliere, Rückzug machen. So brauche ich ja momentan nicht mit Bodentruppen arbeiten und kann hier einfach mal einen Angriff starten. Und gucken, was passiert. Ja, theoretisch gesehen könnte ich, sobald das hier hinten alles sichergestellt ist, auch sofort hier hinbuddeln. Aber alles zu seiner Zeit. Einheit bereit. Eieiei, dass das immer alles so langsam sein muss. Einheit bereit. So, das sieht... Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie... Ehrlich gesagt, ziemlich beschissen aus. Einheit bereit. Einheit verloren. Okay, geht dir das kaputt? Einheit verloren. Alter. Einheit verloren. Ganz ehrlich. Einheit verloren. Gestoppt.
Können wir lassen. Einheit verloren. Diese Einheiten sind einfach nur scheiße. Okay, wie sieht das aus, wenn ich euch jetzt hier in großen Mengen da hochschicke? Wenn ich jetzt sage, macht mal das platt. Geht das oder geht das nicht? Ansonsten könnte man noch die EMP-Impulskanone bauen, damit wir danach mit denen platt machen können. Aber da müsste ich eher mal noch ein bisschen mehr davon bauen. Also ganz ehrlich, die sind dreimal sinnvoller als irgendwas anderes. Habe ich eigentlich auch so ein Reparaturding? Generator, mobil, da. Das bauen wir mal. Wir bauen noch ein paar Heliports. Und wir haben gerade einen verloren. Das heißt, wir bauen noch eine Harpie. Wird gebaut. Dann können wir die wenigstens reparieren. Das sieht mir nach der sinnvolleren Variante aus. Weil dann ballern wir hier das bisschen weg. Bau abgeschlossen. Was hier ist. Und können uns da noch um den Rest kümmern. Wir müssen hier nicht so nervige Sachen machen. Wird gebaut. Noch eine zweite Harpie. So, was ist mit... Einheit bereit. Hier, genau. Der ist dahin. Ihr bewegt euch mal... Bau abgeschlossen. Dorthin. Das Ding... Dann war dahin. So, die eine Harpie, die kaputt ist, landet einmal da. Und wird... Hier repariert. Einheit bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird er das? Ja, aber es ist mir egal. Ist mir egal. So, das ist zwar jetzt nicht unbedingt die spieletechnisch sinnvollste Variante, die ich hier gerade anschrieb, mit RR kaputt zu machen. Mit eher Anti-Air kaputt zu machen, aber ich denke, es ist über kurz oder lang erstmal jetzt die sinnvollste Variante, die ich anstreben kann. Gucken, ob jetzt 5 Stück schon reichen, dass wir hier das schnell platt bekommen. Weil dann könnte ich jetzt immer einmal es platt machen, zurückfliegen, nächstes platt machen, zurückfliegen. Und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Ganz ehrlich, das sah sehr, sehr gut aus. Er kann, ich hoffe, er kann hier oben nicht viel produzieren. Ich muss sagen, der kann nicht, aber ich muss eher sagen, ich hoffe. So, du bist kaputt, du landest dort. Und du bist kaputt, du landest dort. Pilot zur Stelle. Die anderen sind ganz. Du also. Das da reparieren. Pilot zur Stelle, Sir. Ja, Commander. Da rein und du den da reparieren. Also, nochmal so als Idee, warum ich das jetzt mache. Es ist zwar jetzt ein bisschen zeitaufwendig und ein bisschen nervig, aber... Wenn ich jetzt mich mit Bodentruppen hier durchkämpfe gegen diese Panzerarmee, da bin ich in 3 Tagen noch nicht fertig. Und anders komme ich da ja momentan nicht hoch, laut meinem Wissensstand. Deswegen sehe ich es als das Sinnvollste an, das jetzt mit R einfach hier fix das bisschen kaputt zu machen. Weil so viel ist es nicht. Das kann immer noch massiv schief gehen, aber es ist jetzt erstmal mein Gedankengang. Jetzt gehen wir aber erstmal noch in die nächste Folge. Dann lösen wir das Problem. Es kann sein, dass wir nächste Folge schon die letzte Folge dieser Let's Play-Serie haben. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Jetzt bedanke ich mich aber soweit erstmal fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich jeden Scheiße. Sagen wir zum Schluss. Tschüss mit Ö.